Moin Moin und willkommen zurück zu Stellaris Multiplayer. Tja, übliche Besetzung, Sylkene und Yuyuka. Hallo. Ships upgraded. Ja, Zeit läuft direkt wieder, ne? Jupp, würde ich auch mal sagen. Ich habe hier noch ein strammes Programm. Weil irgendwie auf 2000 Flottenstärke kommen. Ja, die brauche ich auch, ja. Um hier mal mit den Amöben aufzuräumen. Gehen wir auf den Zeiger. Ja, Nachbarn, aber Amöben wären auch gut. Monate, dann kann ich die ersten Armeen bauen. Juhu. Warum nicht vorher? Naja, titanisches Leben und so. Ach so. Müssen erstmal abgerichtet werden. Ja, das dauert ein bisschen, ne? Man kann das titanische Leben jetzt zähmen? Ja, und als Armeen verwenden. So ein Titan ist schon, der lohnt sich. Ja, aber da kann man halt nicht so viele von bauen. 3 pro Planet. So pro titanischen Planeten. Aber die räumen halt schon gut auf. Tja, und was fehlt wieder? Energie fehlt wieder. Was würdet ihr nehmen? Beherrscher der Natur? Oder gemeinsame Vision? Kannst du hier schon deinen ersten Teil holen oder was? Ja, ich bin mit der ersten Tradition durch. Alter Schwede. Du noch nicht? Nein. Ich bin ja ganz ehrlich, Beherrschung der Natur, bei den ganzen Welten hier wäre es vorteilhaft. Oder was? Beherrscher der Natur, damit kannst du... Ja, was war die andere Alternative? Andere Alternative, die ich mir vorstelle, ist gemeinsame Vision. Regierungsethik, Anziehung 30%, Einigkeitsleistung plus 10%. Also ich denke, das wäre für dich das Bessere. In der Partie, die ich mit Mars zusammenspiele, habe ich imperiale Vorrechte genommen mit dem 5-Kern-System. Und da habe ich nachher sowas von einem auf die Fritte gekriegt. Warum? Weiß nicht. Ich wusste nicht mehr, wohin mit dem Planeten. Ja, da musst du dich auch drum kümmern dann. Das stimmt schon. Das ist ein Haufen Micromanagement. Man kann es ja immer noch dem Sektor zugeben. Es ist sehr vorteilhaft, zusätzliche 5 Planeten zu haben. Das kann ich nicht abstreiten. Aber ich finde die anderen Vorteile eigentlich besser. Auch das mit den Feldblockern, das lässt sich mit Zeit und Mineralien auch lösen. Aber die Regierungsethik und die Abweichler und sowas unter Kontrolle zu haben, Genauso denke ich nämlich auch gerade. Die Jungs könnten mir nachher echt Stress machen. Ja, wobei das auch immer ein bisschen situationsabhängig ist, ne? Das mit den Blockern entfernen, das kann dir auch schon gerade zum Starten ganz schön Boost geben. Auf jeden Fall, vor allem die Hälfte meiner Welten hat noch übelst viel Blocker drauf. Zumal du auch einfach mal die ganzen Technologien sparst, die ganzen Blocker zu erforschen. Aber irgendwann musst du sie trotzdem durchforschen. Ja, aber du sparst ja auch 100 Mineralien und 100 Energie pro Blocker. Zähl das mal zusammen. Das ist eine Menge Kohle und eine Menge Energie. Ja, aber bei dir ist momentan das größere Problem halt wirklich die Bevölkerung, würde ich sagen. Kannst ja als Zweiter immer noch den Blocker nehmen. Das mit der Ethikabweichung nehmen. Und der Vorteil ist natürlich... Habe ich auch gleich schon einen Titel für meine neue für die Folge. Einigkeit für das Volk?
Fast. Huldigt dem Imperator? Nein. Und den Abweichlern? Nein. Mein Rassennamen und eine gemeinsame Vision. So, und die gemeinsame Vision läuft. Und wie sieht die so aus? Ich werde es ja bald sehen. Vielleicht habe ich ja Eindringling. Jo, also eine Fraktion habe ich auf jeden Fall schon wieder auf plus 60% gebracht. Das muss aber an was anderem liegen. Aufstiegsvorteil ausgewählt. Ah, Verstand über Materie. Construction complete. Research complete. System Survey complete. Oh Mann. Was denn? Ach, das zieht sich manchmal wie so ein Kaugummi, wenn man auf eine Technologie wartet. Ich bin gerade dabei, die ganzen Blocker zu forschen. Das andere ist, ich hatte auch noch keine Alternative. Research complete. Na, endlich. Aber da lohnt es sich doch ausnahmsweise mal ins Schiffsdesign zu gehen, um mal ein bisschen rumzuforschen.
Welche Farben habt ihr eigentlich für euer Imperium gewählt? Ich glaube, so eine Art Grün. Grün. Ich bin gelb. Ich dachte mir, eine gelbe Echse, ein gelbes Empire. Knirschende Bänder. Plus 6 Mineralien. What? Nett. Das hat sich doch schon mal gelohnt. Construction complete. Mein Hauptproblem ist momentan immer noch die Energieversorgung für alles das, was ich so vorhab. Das ist ein echtes Problem. Ich habe gerade meine ersten 1000 Energie wieder geknackt. Man muss aber ein fettes Einkommen haben, ne? Plus 13. Ja, okay, da komme ich nicht hin. Und plus 29 Mineralien. Wobei ich 13,35 verliere durch Konsumgüter, weil ich Sozialwohlstand mit reingenommen habe. Okay. Das heißt, ich kriege plus 10 Zufriedenheit zu erhöhten Kosten von 0,5 pro Einwohner. Construction complete. Mein Gouverneur ist intellektuell geworden. Wow. Construction complete. Darf man fragen, welchen ersten Traditionsbomb ihr genommen habt? Darf man, ja. Aber ob man eine Antwort drauf kriegt, steht woanders. Entdeckung, dann auf Ausbreitung. Ich bin gestartet mit Wohlstand. Und selbst? Entdeckung und gehe jetzt auf Harmonie. Situation Log updated. Unwahrscheinliche Keramik, oh nein. Die kann ziemlich geil sein. Wenn sie denn mal gelingt. Ja, ich meine, sie haben es ein bisschen erhöht, finde ich. Ja, mal gucken. 5% auf alle Forschung kann man gerne mitnehmen. Oder 15, oder wie viel? Ja. Sogar 15, glaube ich, gell? Prozent, ja, ich glaube, mein schon. Ja. System survey complete. Construction complete.
Ja, jetzt kriege ich meine Energieprobleme in den Griff, na endlich. Construction complete. Ich habe hier immer noch niemanden gefunden, ne? Außer die primitive Rasse. Du Glücklicher. Ich weiß nicht, ob ich dadurch so glücklich bin. Ich meine, das hat auf jeden Fall seinen Vorteil, man hat seine Ruhe. Anomaly found. Construction complete. Hey, neuer Kontakt, nicht fühlende Spezies, juhu. Immerhin. Na, jetzt habe ich zwei Rassen in meinem Kontaktbildschirm, juhu. Ne, nur die eine. Nicht fühlende werden ja nicht aufgezählt. Ach, das sehe ich ja jetzt erst. Wenn man ein Forschungslabor baut, hat das administrative Operation minus 10%. Was soll das denn heißen? Genau. Okay. Ach, die
unwahrscheinliche Keramik, die dauert so unverschämt lange, ne? Hoffentlich gelingt sie dir. Ja, das dauert noch fast 300 Tage. Updated. Aliens. Ich habe Aliens gefunden. Toll. Sieht aus wie Mining Drones. System Survey complete. Ich bin hier echt forever alone, ne? Construction complete. Keiner will mit mir spielen, ich habe hier keine Freunde. Wann das wohl liegen mag. Ich bin so ein netter, sympathischer Kerl. Ich formuliere es immer auf der Arbeit so. Die Pest war auch sympathisch, sie wollte auch nur spielen. Ja, genau. Special Project complete. Hast du Barock gerade echt als die Pest beschimpft? Ja. Situation Log updated. Er ist halt manchmal sehr unfreundlich und merkt's nicht. Manchmal? Immer. Immer. Juhu, ich habe jetzt offiziell Terraforming-Flüssigkeit. GZ. Ich sag's nur ungern, aber. Ist gerade meine Flasche Mineralwasser hochgekommen. Aha. Special Project complete. Soll uns das sagen? Bevor hier gleich alles anfängt zu kleben, werde ich mal eben kurz einen Lack holen. Wasser und kleben? Ich wollte gerade sagen, Mineralwasser klebt nicht. Ja, aber wenn man da Sirup reingemacht hat, schon. Das ist kein Wasser. Richtig, das ist ein Sirup. Ja, ihr Lieben. Kurz AFK. Das arme Wasser. Solch eine Verschwendung. Da Sirup reinkippen. Da drin hätten Fische Liebe machen können. Construction complete. Und das war ganz kurz, ich bin schon wieder da. War's jetzt schon? Ja, wie gesagt, ist ein Spiel. Das ist aber nicht gut, wir hatten kaum Zeit zu spotten. Ah nee, ich werd's ja hören. Hat eigentlich einer von euch schon größere Schiffe als Korvetten gebaut? Nein. Ich werde meine Korvetten bald mal eintesten. Wenn ich ehrlich sein soll, ich kann noch nicht mal welche bauen. Korvetten kannst du bauen. Für 60 Monate plus 15% Forschungsgeschwindigkeit. Hey, süß, hat geklappt. Jo.
Situation Log. Gasriesenschiff. Ach so, doch, die Korvetten habe ich. 10 Stück. Ich sagte größer als Korvette. Richtig, und da sagte ich, kann ich nicht. Ja, ich baue gerade die ersten Zerstörer. Meine ersten Raumstationen. Zählt das auch? Nein. Bin ich jetzt echt der Einzige von uns, der auf kriegerisch geht? Was soll ich denn bekriegen? Mir welche abgeben. Die Amöben zum Beispiel. Was meinst du, warum ich Zerstörer baue? Wie viel Stärke hast du? Flottenkampf jetzt? Ja. Momentan 700. Oh jo. Und wenn die Zerstörer jetzt gleich kommen, die ersten vier, dann sieht das schon mal ein bisschen krasser aus. Special Project complete. Oh, cool. Kuratoren. Eine Kurator-Enklave. Glücklicher. Die sind nicht schlecht. Das waren noch die Jungs für Forschung, oder? Ja. Ich brauche meine Energie leider nur gerade für was anderes. Ich muss 3000 ansparen. Und das ist gar nicht mal so einfach. System Survey complete. Anomaly found. Ich sehe gerade, ich kriege Nahrungsprobleme. Unschön. Ich könnte dir was abgeben. Ich habe noch plus 8. Ja, ich habe gerade minus 3. Das ist nicht mehr so richtig viel. Situation Log updated. Automatisierte Schiffswerft und ein Schiff im Gasriesen in ein System? What? Das ist mal gedreist. Hoffen wir, dass beide klappen. Das wäre richtig gut, ja. Construction complete. Und wir sind am Ende einer Folge. Haben wir schon wieder? Ja. Muss ich ja schon wieder abmoderieren. Ja. Ach, Menno. Ja. Ja gut, wenn es euch gefallen hat, ne, Daumen, Kommentar, Abo dalassen, mal bei dem guten Yuyuka alias Schattenwolf reinschauen und ja, morgen wieder einschalten. Eigentlich erst Montag. Eigentlich erst Montag? Ach stimmt, war schon Freitag, ne? Es ist Freitag. Ah. Ja gut, dann Montag. Wie die Zeit vergeht. Tja. Genau. Und vergesst natürlich auch nicht in unsere Life is Feudal Let's Plays reinzuschauen. Jetzt mach nicht so viel Werbung. Bis Montag. Bis Montag. Tschüss.